damit. Keine Ahnung. Ich glaube, ich auf jeden Fall nicht wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Das riecht ganz toll. Herzlich willkommen bei Angels Share Whisky. Heute ist wieder der Stefan da mit dem Zwickauer Laden im Hintergrund und wir verkosten heute einen Gin. Schon wieder Gin, werden vielleicht einige sagen, ja, es gibt mittlerweile inflationär viele Gins. Wir versuchen uns auf ein paar Besonderheiten zu beschränken und eine davon ist der By the Dutch Gin. By the Dutch, also von den Holländern. By the Dutch hat einfach mal angefangen mit der Herstellung von Geneva. Unterschied Gin-Geneva, in beiden Fällen spielt Wacholder eine Rolle, aber beim Geneva setzt das eben einen Malzbrand bzw. Malzlikör voraus, in dem dann mazeriert wird. So ähnlich hat man hier auch den Gin aufgebaut, das heißt, wir haben einen relativ malzigen Gin und ja, wir gucken mal, wie er so mundet. Es gibt ja auch so ein kleines Rezeptheftchen dabei, wo man dann schauen kann, in welches Mixgetränk er gut passt. Wir probieren heute natürlich erstmal pur. By the Dutch wird vertreten durch die Firma Perola in Deutschland und da haben wir auch unser kleines Pröbchen. Ich habe jetzt schon mal eingeschenkt und dann schauen wir mal, wie er so ist und welche Charakteristik er hat. Eingeschenkt habe ich ihn vor ungefähr 10 Minuten. Was hier kommt, ist wirklich eine wunderbare Malznote. So ein bisschen frisch geschnittenes Gras. Danach kommt etwas Orange und ganz sanft hinten raus. Hat so eine kleine Zimtahnung dabei. Ich beiß mal ab. Die Zimt- und Kräuteraromen kommen ein bisschen deutlicher durch. Das Malz ist noch da. Durch diese Malzigkeit kommt eine sanfte Süße in den Gin. Das Ganze macht ihn sehr elegant. Die Orange da, merkt so an der Seite ganz, ganz leicht den Wacholder. Man würde jetzt aber nicht sagen, typischer Wacholder-Schnaps oder typischer klassischer Gin. Dahin geht er nicht. Also gerade durch diese Malzigkeit ist er was Besonderes. Dann bis zum nächsten Mal beim Zuschauen. Euer Stefan. Ciao.